Grüß euch aus Borisch Gmur, heute beim Bäcker Neumeier. Der Jakob sagt uns heute im Auszug gemacht. Schaut's mit uns mit. Und wie lange tust du das jetzt schon? Bäcker sein? Konditor. Ja, Konditor, Entschuldigung. Ist ein Unterschied. Was ich, eigentlich was ist. Ich habe mit 16 zum Lernen angefangen. Dann Mingo habe ich gelernt. Dann noch Xenia aufgehauen in Mingo noch. Dann wieder in Richtung Heimat. Dann war ich noch ein halbes Jahr, gut halbes Jahr als Bäcker gearbeitet noch. Als Bäcker direkt? Okay. Und dann bin ich heimgekommen. Und dann auf die Meisterschule. Also jetzt sind es 10 Jahre, glaube ich. Ja, 10 Jahre. Und was hat dich wieder heimgebracht? Ja gut, der Betrieb halt heim. Und viel unterwegs gewesen, was heißt viel unterwegs, in den 2-3 Betrieben war ich halt da. Und wenn man halt daheim einen Betrieb hat, dann kommt man halt gerne mal heim. Weil es doch daheim ist, gell? Schaut hier rein, ich hab's genau gesehen. Warte nicht, was du jetzt siehst. Und ihr seid Familienbetrieb, oder? Mhm. Wir sind jetzt in der dritten Generation der Brüderie. Der Opa hat das alles angefangen, war ich mal. Dann ist halt der Papa gekommen. Und hat das alles aufgebaut, mit dem Kaffeebau, Backstube ausgebaut, die Filiale in der Reihe aufgebaut und jetzt sind halt wir da. Ein Mir-Umzug. Der Bruder ist der Bäckermeister, ich bin Konditormeister und passt ganz, ganz gut eigentlich. Einmal zufrieden. Schön. Familienbetriebe gibt es auch nicht mehr so oft. Und Bäcker die oder Konditor, die richtig selber backen. Genau. Geht leider auch ganz schön verloren, genau. Gell? Ja. Und ihr macht es euch selber? Ja. Wir schauen schon, dass wir regionale Produkte haben, Rohstoffe regionale haben. Schön. Schmeckt man. Ja, das ist ja der Sinn der Sache, dass man da einen Unterschied sieht. Ja. Im Gegensatz zur Industrie, wo halt dann relativ alles gleich schmeckt. Habe ich schon wieder nicht eine gemacht. Du hast ein Herz gemacht. Nein, das ist ein Herz auszunehmen. Wir könnten jetzt nur mal ein bisschen durchziehen. Nur dünner? Nein, dass wir einen dickeren Rand kriegen. Dann reißt es ja. Ja, du musst aber so einen Rand dicker machen. Aber es ist eigentlich wurscht. Du musst bloß einen Rand dicker machen. So. Genau. Ich weiß schon, warum ich eigentlich lieber grob als wäre. Ist so wohl. Das ist irgendwie einfacher. Also für mich ist Kochen einfacher wie. Ja, weil man der Kugel meistens bis so geht, wie so wird zum Kochen. Wie schaut das bei dir daheim aus? Bist du dann der Art Teil der Backer? Nein. Oder nur in der Arbeit? Nur in der Arbeit. Und dann ist nicht einfach, dass ich den ganzen Bauer hole. Fast. So eine Bekanntschaft und bringst einen Kuchen mit? Nein, du hast nicht. Ja, jetzt, wenn ich Geburtstag habe, muss ich dann schon. Das jetzt schon, aber ich fange jetzt nicht den ganzen Bauer an. Ich mache das halt dann da weg. Ja. Geht nicht in Verkauf, geht zur Nachbarin. Weiß man nicht. Genau, den lassen wir noch ein bisschen. Die lassen wir noch ein bisschen liegen. Mhm. Das ist genau das gleiche. Wir haben eigentlich allem nicht was Gescheites mixt, dann wäre es gute Rohstoffe und Zeit. Der Tag muss eine Zeit lang liegen, ich kann nicht mehr liegen, weil es passiert nichts, die Hefe arbeitet für uns. Je länger das der liegt, desto besser werden sie nicht. Sie hat jetzt genauso wie bei mir. Da waren wir in der Brauerei, genau, das gleiche. Ja, es ist auch wirklich so. Zeit und gute Rohstoffe. Ja. Weil die Kinder, wenn die jetzt hier haben, wo es geht, dann werden sie erstens knorren. Und sie schmeckt nicht so. Das sind schon okay.